Mein Name ist Hoher Olliges, ich bin Musik- und Informatiklehrer an der Gesamtschule und wir arbeiten seit Anfang des Jahres auch mit den Tablets, insbesondere mit dem Office-Programm OneNote. Das erleichtert die Unterrichtsvorbereitung, die Kommunikation zwischen den Fachlehrern und natürlich auch die Kommunikation zwischen den Lehrern und den Schülern ungemein. Es vereinfacht außerdem bindifferenziertes Arbeiten mit den Schülern. Und ich persönlich finde es ein extrem komfortables Arbeiten, da wir digital auch von zu Hause sehr effektiv und schnell Unterricht vorbereiten können, Aufgaben erstellen können und diese den Schülern in ihre Notizbücher in OneNote bereitstellen können. Grundsätzlich haben wir in OneNote verschiedene Notizbücher zu den einzelnen Fächern und Klassen und können da die entsprechenden Schüler zu einladen. Wir haben dann die Möglichkeit, Seiten zu erstellen als Lehrer, indem wir verschiedenste Unterrichtsmaterialien einbetten können in Form von Internetlinks, Bildern, Videos, Audioaufnahmen, auch eigenes gesprochene Aufnahmen, verschiedene Texte natürlich und können diese nachher per Klick an alle Schüler verteilen. Hallo, ich bin Farin aus der 8.1. Ich arbeite jetzt schon seit einem Jahr mit den Tablets. Explizit nutzen wir das Programm OneNote. Mir gefällt die Arbeit mit OneNote sehr gut, da man sich sehr gut organisieren kann, nichts verloren geht, wenn man mein Tablet kaputt geht oder so. Und die Lehrer können auch sofort meinen Arbeitsfortschritt kontrollieren, ohne dass sie irgendein Heft einsammeln müssen oder so oder sowas halt. Es läuft ziemlich so ab. Ich habe zum Beispiel bei Olligist Informatik und in Informatik kriegen wir jetzt immer Lerntheken, zum Beispiel zum Programm Audacity. Dann müssen wir dann zum Beispiel eine Aufgabe machen, wo wir angeben müssen, welches Soundformat es zum Beispiel gibt und wie man da was aufnehmen kann. Dann können wir im Internet recherchieren, falls wir es nicht wissen, das da eintragen. In der anderen Aufgabe müssen wir zum Beispiel selber etwas mit dem Programm Audacity aufnehmen und es dann reinstellen. Mir gefällt die Arbeit mit OneNote sehr gut, da ich an sich eben lieber mag, mit dem Computer zu arbeiten, als mit Papier.